Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Ja, es ist, ich möchte nicht sagen, das große Comeback, aber ein Comeback, weil wir schauen uns jetzt nach einiger Zeit mal wieder endlich neuen Zugsimulations-Content an, und zwar hier für Train Simul 2. Und zwar geht es um die Strecke Isle of Wight von Rivet Games. Tja, die schauen wir uns jetzt mal an. Also das heißt, es geht auf nach England, beziehungsweise auf die kleine Insel südlich von England, wo wir jetzt mit diesem wunderschönen Uralt-Fahrzeug der Class 483 über eine wunderschöne kleine idyllische Strecke fahren werden. Und ja, falls euch das Ganze gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Und falls ihr in der Gegend mal wart, beziehungsweise mit dieser Bahn vielleicht sogar gefahren seid, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das Ganze so auf euch wirkt und ob das einigermaßen realistisch umgesetzt ist. Ja, ich habe das Ganze bisher nur aus einem Cab-Ride, beziehungsweise einem Führerstandsmitfahrt-Video gesehen. Also ein bisschen was kenne ich auch, aber tja, ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Und wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal von außen an. So, beziehungsweise jetzt zum Führerstand sei kurz gesagt, es ist altbacken. Das Fahrzeug ist, glaube ich, aus den 30er, 40er Jahren. Also echt alter Klump, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Ich finde es sogar ganz schön. Allerdings ist ein ergonomischer Führerstand was ganz anderes. Also das ist hier echt altbackene Modularbauweise vom Feinsten mit einem Fahrregler. Also den kenne ich noch aus alten Straßenbahnen, aber da sieht man auf jeden Fall, dass es richtig alt ist, das Ding. Ja, und jetzt sehen wir übrigens direkt schon eine Besonderheit, wenn wir hier die Tür öffnen und rausgehen wollen. ja, wir kommen jetzt tatsächlich in die meiner Meinung nach einzige sinnvolle Situation bisher, wo man die Crouch-Funktion von Trainsmult nutzen muss, und zwar um hier rauszukommen. Es gibt nämlich die Crouch-Funktion, ja, die Duck-Funktion mit C, und so kommen wir hier raus, weil im Gegensatz zu den Fahrgästen hat hier der Lokführer tatsächlich keine Aussparung am Dach, dass er hier rauskommt, weil diese Fahrzeuge haben ein wahnsinnig kleines Lichtraumprofil, also sprich, die brauchen wenig Platz, weil die Tunnel sind ja sehr, sehr eng bemessen und sehr niedrig. Ja, so. Aber zu der Landschaft sei kurz gesagt, wir sind hier nämlich gerade überm Wasser, überm Kanal quasi. Das ist quasi das Venedig der Bahnhöfe, möchte ich fast sagen. Und ja, wir haben einen wunderschönen Ausblick aufs Wasser. Und da hinten ist die Insel, die Isle of Wight. Über die werden wir jetzt gleich fahren. Übrigens wunderschönes Wetter hier in dem wunderschönen Morgen. Ich glaube, wir haben kurz vor 10 oder so. Schön. So, da hinten ist übrigens eine kleine Kamera. Kann man hingehen, kann man ein Foto auslösen. Dann kommt eine kleine Meldung und dann hat man so ein schönes Polaroid-Foto gemacht. Mit dieser Rivet Games Kamera, also da haben sich die Entwickler dann auch nochmal verewigt. Okay, so, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir rein in das Fahrzeug, in unsere wunderschöne Class 483. Echt, nee, ich will weiterfahren. Echt ein putziges Fahrzeug, also gerade diese geringe Höhe ist halt echt schon was Besonderes. So, aber jetzt rein da und dann rüsten wir das Ganze mal auf. Sprich, wir sorgen hier erstmal für ein bisschen Licht. Hier Zugspitzensignal, Kabinenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung. Hier können wir das Ganze ankuppeln und entkuppeln. Also falls wir vorne noch eine Einheit dran kuppeln. Hier machen wir den Strom an, hier aus. Beziehungsweise hier können wir den auch anmachen. Overload Reset und Overload Trip. Was hinter den Funktionen genauso steckt, das weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht genau. Hier können wir noch die Türen sperren, beziehungsweise entsperren, aber ich glaube, weiteres macht man eigentlich von hinten aus. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt einfach mal von unserem wunderschönen Fahrerklappstuhl werden wir mal die Türen auf der linken Seite entriegeln, damit zumindest die Fahrgäste ein- und aussteigen können. So, hier haben wir übrigens eine richtig schöne einrastende Handbremse. Ja, die hat auch einen schönen Sound hier. Feuerlöscher ist auch mit am Start. Hier haben wir noch eine Warnflagge. Und hier weiß ich gar nicht, was das darstellen soll. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Okay. So, jetzt sehen wir, hier drin ist noch kein Licht, aber sind schon ordentlich viele Fahrgäste da. Jetzt gehen wir einmal ganz kurz durch. Weil hier haben wir nämlich hinten auch eine Bedieneinheit für das Zugpersonal. Wo wahrscheinlich dann auch tatsächlich Türfreigaben etc. Ausgeführt werden in der Realität. Hier haben wir aber nicht so viele Optionen. Ja, gerade hat er mir irgendwas angezeigt. Aber zumindest können wir hier das Licht einstellen. So, schön.
Ah, da wird sogar Werbung gemacht für die Entwickler. Wunderschön. Genau, die sind ja auch bekannt für ihren Schweizer Content. Bin hier auch schon das ein oder andere Mal gefahren. So, Fenster können wir auch hier öffnen und schließen. Würde sagen, lassen wir erstmal zu. Und dann gehen wir mal wieder nach vorne und beginnen unsere Reise. Ah, das sind so wunderschöne Kippfenster. Sind die denn eigentlich nicht die ganze Zeit auf? Das sieht so ein bisschen so aus, als wären die permanent offen. Naja, okay, also wieder. Tür ist geschlossen. Okay. Müssen wir jetzt einmal kurz. Interessant. Habe ich jetzt die Tür verriegelt? Ich weiß jetzt gerade, um ehrlich zu sein. Oh. So. Türen sind auf jeden Fall verschlossen. Das heißt, wir können. Na? Links verriegeln. So. Das heißt, wir können jetzt losfahren. So, Fahrtrichtungswender noch rein und dann würde ich sagen, auf geht's. Bremse sollte jetzt eigentlich gelöst sein. Oh. Ja, wir haben ein Problem. Wir haben tatsächlich ein Problem. Das Fahrzeug macht sich nämlich gerade selbstständig. Und da ich das nicht gerne habe, tja, muss ich leider auf diesen Bug hinweisen. Ich denke, das ist eine Sache, die schnell gefixt werden kann. Aber ich glaube, dass es tatsächlich mit dem Licht zusammenhängt. Das klingt jetzt blöd, aber ich bin die Strecke schon mal kurz testgefahren. Und wenn das Licht an ist, dann macht der Zug manchmal leider komische Sachen. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder vorne. Jetzt können wir mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Fahrtrichtungswender wieder nach vorne. Und genau so war vorhin auch alles und der Zug fuhr los. Und jetzt tut es nicht. Okay. Eigentlich. Ja, okay. Noch schlimmer. Ich hatte ja noch gar nicht hier den Traction Control Switch drin. Ja, okay. Also fahren wir ohne Fahrgastbeleuchtung. Ja, das ist eine Sache, die muss, glaube ich, noch behoben werden. Also ich habe das Gefühl, dass da einfach irgendwie das Licht einen unangenehmen Einfluss auf die Steuerung hat. Okay, so, jetzt fahren wir erstmal auf jeden Fall über diese wunderschöne Brücke, beziehungsweise diesen Pier. Das ist ja keine wirkliche Brücke, das führt ja mehr oder minder ins Nichts, wie wir da sehen. Ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie eine Brücke definiert ist. Also, jetzt ganz blöd gesagt, natürlich ist es irgendein Bauwerk, was dazu beiträgt, Hindernisse zu überwinden. Aber ich weiß nicht, ob eine Brücke so definiert ist, quasi, dass auf beiden Seiten Festland sein muss. Weil hier ist es einfach nur ein Pier, glaube ich. Ja. Da links sieht man übrigens, dass da auch früher mal mehr los war, sage ich mal. Aber eben jetzt nicht mehr. Also zumindest nicht mehr so viel Bahnverkehr. Da sieht man übrigens auch schon schöne Blümchen zwischen den Gleisen sprießen. Es ist ein Fest. So, bringen wir unseren Zug mal hier zum Stehen. Perfekt. Und geben die Türen auf der rechten Seite frei. So. Schauen wir mal kurz. Fahrgäste steigen ein und aus. Wir haben noch Rot. Und da hinten geht es dann los mit den besagten kleinen, engen Tunnel, für die dieses Fahrzeug eben wie geschaffen ist, weil es eben sehr klein ist und keinen Platz braucht eigentlich. So, hier haben wir grüne Busse. Rote Busse müssten wir eigentlich auch sehen, weil entlang der Strecke befindet sich ein Busmuseum. Und da sind verschiedene Exponate, glaube ich, ausgestellt. Unter anderem auch die klassischen, ja, englischen roten Busse, die man aus London zum Beispiel kennt.
Schauen wir mal. So. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier an dem roten Signal vorbeikommen. Ah, es ist gerade auf grün umgeschaltet, sehe ich. Das heißt, wir können die Bremsen wieder lösen. Und weiter geht's. So, ich mache mir hier alles aus, weil wir fahren sowieso nicht schnell. Also 20 ist hier schon recht flott. Übrigens sehr schön mit den Blumen hier zwischen. Und jetzt werden wir hier umgeleitet auf das linke Gleis. Das heißt, das ist hier sogar recht realistisch umgesetzt. Weil, ja, das eine Gleis ist, glaube ich, gar nicht mehr in Betrieb. Zumindest auf den Videos, die ich gesehen hatte, sah das sehr rostig aus. Also da ist, glaube ich, schon längere Zeit nichts mehr gefahren. So, hier da oben sieht man direkt schon die Decke. Also das ist echt wahnsinnig eng, die Röhre hier. Aber da hinten geht es gleich direkt wieder raus. Haben wir ein gelbes Vorsignal. Also ist Obacht geboten. Und so fahren wir dann gleich in die nächste Station rein. Und zwar St. John's Road Bahnsteig. Jetzt nochmal Bahnsteig 2 von der Station. Right St. John's Road. Ja, das mit den Blümchen finde ich echt schön. Die sehen echt nett aus. So, da kommt ein Kollege. Grüßen wir den Kollegen mal kurz. Ist echt lustig, weil die Strecke ist halt... das ist halt ein wirklich ganz kleines Netz. Streckennetz auf so einer Insel. Und das ist so ein bisschen so das, so wie ich mir Lummerland vorstelle. Also Lummerland, ne, vielleicht kennt der ein oder andere es aus, ja, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, aber wenn man sich das überlegt, ist das eigentlich kompletter Bullshit, was die gemacht haben, weil die haben ja irgendwie da eine Lok, ein komisches Streckennetz und ja, naja. Aber so ähnlich ist das hier, nur halt ein bisschen sinnvoller. So, ich glaube, ich hätte auch fahrgastfreundlicher anhalten können, sprich vor der Treppe. Jetzt müssen sie nämlich alle hier runterrennen, aber gut. Eieiei. Ja, jetzt muss ich hier die Notbremse sogar einstellen, damit der hier zum Halten kam. Eieiei. Es ist eine abenteuerliche Fahrt. So, aber Türen gehen auf. Die stoßen sich vielleicht ein bisschen in den Kopf da manchmal. Stehen jetzt da in Reihe und Glied. Ich glaube, die sind ein bisschen überfordert mit der Situation. Und da rechts sehen wir übrigens das Betriebswerk. Auch sehr schön. Da ist sogar hier nochmal so eine kleine Rampe. Wahrscheinlich für die Fahrzeuge zum Abstellen. Da sind die sogar auf Stelzen da links. Und da rechts ist eine Grube. Das ist schon sehr schön. Und da rechts noch so ein alter Lokschuppen. Sehr nett. So. Signal zeigt immer noch Halt. Wir können aber, glaube ich, langsam schon die Türen wieder verriegeln. Dann schauen wir vielleicht. Sieht der Kollege im Stellwerk dann sogar, jawohl, dass wir abfahrbereit sind. Und dann können wir die Notbremse auch mal wieder lösen. Das war gerade... keine schöne Erfahrung. Also sobald ich hier den, ja, den Sicherheitsfahrschalter, den Totmann-Schalter quasi drücke, geht es hier auch schon los. Das ist scheinbar direkt der Rangiermodus. Genau, aus und rangieren. Ja, Tatsache. Aber der Rangiermodus scheint doch recht kraftvoll zu sein. Und scheint auch ordentlich Bremskraft einfach ignorieren zu wollen. So, jetzt dürfen wir hier auch sogar 45... Meilen pro Stunde fahren. Also das ist schon sogar recht flott, finde ich, für so einen kleinen Zug. Da geben wir auch direkt mal Vollstoff. Und fahren so diese wunderschöne grüne Landschaft. Wobei, ah, die Blätter sehen schon tatsächlich ein bisschen nach Herbst aus. Und so rappeln wir hier rüber. Ja, finde ich auch sehr schön hier Strom über das dritte Gleis. Ist natürlich für englische Verhältnisse relativ normal. Aber ich sag mal, hierzulande ist das immer ein bisschen... ich finde es immer ein bisschen irritierend. Weil ich muss dann immer sofort an U-Bahn denken. Aber auf der anderen Seite, auf dieser kleinen Insel, ist es halt auch nichts anderes als Nahverkehr. Weil Fernverkehr ist hier nur begrenzt möglich.
Ich weiß gar nicht, wie groß diese Insel letztlich ist. Also sie ist wirklich sehr klein. Ich glaube, man kann so eine Tagesradtour da schon machen und dann ist man quasi am anderen Ende der Insel. So, jetzt gleich halten wir dann auch schon in Smallbrook Junction. Aha, interessant. Ja, das ist aber echt interessant. Links war ja so eine kleine Kiste mit Sand. Und davor war eine Weiche und die soll, glaube ich, vermeiden, dass ich beispielsweise, wenn ich jetzt hier ein rotes Signal missachten würde, dass ich dann eben zum Beispiel gegen einen mir entgegenkommenden Zug fahren würde. Dann würde ich nämlich nach links umgeleitet werden, in diesen Sandberg reinfahren, somit möglichst geringen Schaden davon tragen, zumindest eine nicht ganz so unsanfte Bremsung hinlegen und alles wäre geritzt und geregelt. Bis auf halt der Schaden natürlich am Fahrzeug, aber auch der hält sich da, glaube ich, relativ im Rahmen. Aber interessant. Gute Regelung, finde ich. Weil ich weiß nicht, wie das hier mit Zugsicherungssystem ist. Ich denke, dass hier tatsächlich keine wirklich aktiven sind. Und da muss man halt solche Möglichkeiten in Betracht ziehen, um Unfälle zu verhindern. Wir können mal ganz kurz hinfliegen, weil dann kann man sich das nochmal ein bisschen besser angucken. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir sind. Wo sind wir denn? Ach, auf der anderen Seite. So, da sind wir. Und da sehen wir das halt. Sprich, jetzt müsste dann, sobald ich hier weg bin und die Weiche umgestellt wird, beziehungsweise ein Kollege von da vorne kommt, müsste diese Weiche eben hier auf das Abzweiggleis gehen und somit, ja, hier enden. Im schlimmsten Fall in der Kiesgrube. Okay, so, Türen können wir wieder schließen. Ja, genau, Braiding ist jetzt der nächste Halt. Rechts also wieder verriegeln. Und weiter geht's. Los geht's. So. Genau, haben wir gerade gesehen. EP Brake ist jetzt wieder off. Zeigt ja auch an, wenn die an ist. Also alles gut. So, falls es uns zu warm ist, können wir uns hier ein bisschen Frischluft reinlassen. Was auch gar nicht mal so verkehrt ist. Finde ich schön. Generell die Tür ist echt schön. Auch mit diesem kleinen Durchguckfensterchen. Aber da kann man, glaube ich, eigentlich eher Schilder hinzufügen bzw. reinstecken. Wenn man zum Beispiel hier eine Nummer anzeigen lassen will. Also recht durchdacht, diese kleine Tür. Nicht schlecht. Ja, generell hier Digitalanzeigen sieht man hier halt vergebens. Das Einzige, was sehr neu an diesem Fahrzeug ist, ist, glaube ich, ja, hier diese Türdrücker, die sind, glaube ich, ziemlich frisch. Aber sonst ist das echt alles altbacken. Allein dieser Fahrschalter, der ist echt schon eine Sache für sich. So, wir gehen wieder Vollstoff. Ich frage mich echt, wie das hier ist zu sitzen. Also ich meine, es sind keine langen Fahrten, muss man dazu sagen. Ich glaube, man ist da... Ja, was sind wir jetzt unterwegs? Ich glaube 20 Minuten effektiv. Also wirklich nicht lange. Aber hier auf so einem kleinen Klappsitz zu sitzen. Vielleicht stehen die dann auch manchmal, die Kollegen. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt geht's hier richtig ab. Wir sind sogar ein bisschen zu schnell. Braiding ist in 1,3 Meilen. So, da hinten sind jetzt 40, das heißt, wir bremsen den Zug mal runter. Pfeifen einmal wunderschön hier durch die Gegend. Dann hier auch die Brücken, das sieht so lustig aus, weil die einfach so niedrig sind. Aber ich meine, auf der anderen Seite, das ist das Beste, was man, glaube ich, machen konnte hier. So eine niedrige Bahn zu bauen oder beziehungsweise so ein niedriges Bahngesamtkonzept hier zu entwickeln auf dieser Insel, weil da müssen die Brücken halt auch nicht so hoch sein, das spart ja auch wieder Kosten und ich denke, das ganze Material hier auf die Insel zu karren ist auch nicht so ganz ohne. Tja. So gesehen ist das schon eine gute Sache. So, das war jetzt der Ankündiger für den weichen Bereich, der jetzt dann gleich folgt.
hätten wir auch entspannter dran fahren können. Oh, Schafe. Schafe sind auch da. Der Sportplatz. Wunderbar. Da oben ist ganz interessant. Wenn man so guckt, spiegelt das sogar. Also theoretisch sind, glaube ich, sogar Spiegel hier in Train Simulator 2 möglich. Das war ja, fand ich, im Train Simulator immer so schade, wenn man dann irgendwelche Fahrzeuge hatte, die eben auch Spiegel hatten, links und rechts, und wenn man da nichts gesehen hat. Also ich meine nicht mal so ein bisschen Spiegel, sondern einfach nur entweder grau oder halt irgendein Fantasiebild. Das gleiche gilt übrigens auch für Kameras in Zügen. Da finde ich auch immer schade, wenn man die dann nicht hier auch wirklich so umsetzt, dass man da Kameras sieht. Aber ansonsten finde ich das Fahrzeug echt schön, bis auf diesen Bug. Das schauen wir uns gleich nochmal an, vielleicht sogar in der nächsten Station direkt, weil das kann ja echt nicht sein eigentlich. Wir sind echt zu schnell. Also gehen wir mal hier runter mit der Geschwindigkeit. Ja, hier sieht man auch, also auf jeden Fall war hier früher mal mehr los als heute. Also hier hat auch ein Rückbau stattgefunden. Die Relevanz von diesem Bahnnetz ist wahrscheinlich nicht mehr so vorhanden, wie sie damals war. Sprich vor 100 Jahren. So, einmal rechts entriegeln. Wir schauen uns ein bisschen die Landschaft an. Was sind das für Bäume? Ich bin leider kein Baumexperte. Aber so sieht es eigentlich nett aus. Diese Bahnübergänge sind auch immer, finde ich, sehr faszinierend. Gerade hier mit der Stromschiene, dann der kleinen Unterbrechung, dann hier diese, ja, wie soll man das jetzt nennen? Diesen Schutz quasi, dass man eben nicht hier davon runtergeht. Und dann einfach diese Holzbohlen, die hier liegen. Und dann noch mit dem Gatter. Sehr schön. Aber ich denke, das hat auch tatsächlich damit zu tun, dass hier viele Schafe sind. Weil die wollen dann auch eher darüber gehen, als darüber gehen, weil darüber können sie nicht. Könnte vielleicht auch sogar ein bisschen was damit zusammen oder zu tun haben. So, bam, Türen sind zu. Heißt für uns, Bremse lösen. Tatsache, sobald man hier diesen Schalter runterdrückt, geht die Fahrt direkt mit einem Klacken los. Wunderbar. So. Man hat gerade richtig diesen Ruck gemerkt. Wunderbar. Ich finde immer wahnsinnig, wie leise eigentlich solche Fahrzeuge, also relativ leise solche Fahrzeuge sind, beziehungsweise was sie für eine, ja, für ein angenehmes Motorengeräusch haben. Also, ich kenne jetzt dieses Fahrzeug speziell nicht, aber ich kenne so alte Straßenbahnen. Und die haben immer, finde ich, einen ganz angenehmen Sound. Der ist zwar jetzt nicht unbedingt ganz leise, aber der ist so schön gleichmäßig, so, weil sind da doch recht große, vielleicht nicht ganz effiziente Motoren verbaut, die dann halt da schön vor sich hin surren. Während man heute ja da ganz viele Frequenzen hat und teilweise auch echt nicht ganz so schön. Also manche Frequenzen gehen ja in Bereiche, die ja, sind dann doch recht hoch oder zumindest die Wechsel. Und dann, ja, ne, da finde ich so einen surrenden alten Elektromotor manchmal doch ganz schön und angenehm zum Zuhören. Wobei natürlich die Effizienz etc. da manchmal sehr fragwürdig ist. Ich meine, nicht umsonst hört man diese ganzen Frequenzen bei neueren Fahrzeugen. Weil da wird ja alles Mögliche umgerichtet und optimiert und so, dass der Motor eben am besten arbeiten kann und quasi den bestmöglichen Strom mit der bestmöglichsten Frequenz dazu geführt bekommt. Hat schon alles seine Richtigkeit, aber solche alten, robusten Fahrzeuge sind ja auch schon echt immer eine schöne Sache. Und das habe ich ja noch gar nicht gesehen, der Boden. Der Boden ist... Das ist dieser ekelhafte Gummiboden, wenn ich das richtig sehe. Dieser wirklich ekelhafte, aber wahnsinnig robuste. Den kriegt man, glaube ich, nicht kaputt. Wahnsinn. Er sieht auch schon richtig ekelhaft aus.
Es ist einfach ein wunderschönes, robustes Fahrzeug. Hilft alles nichts. So, Sandown sind wir jetzt gleich. Ist auch wieder ein Vorsignal. Wir können theoretisch jetzt einfach rollen lassen. Ja, aber tatsächlich gibt es hier keine Zugsicherung. Also zumindest habe ich keine Einrichtung in irgendeiner Form gesehen. Spannend. Aber ich denke, gerade bei so einem kleinen Streckennetz ist das nicht zwingend notwendig. Die Geschwindigkeiten kommen dann auch noch hinzu, die jetzt nicht unbedingt so hoch sind, beziehungsweise wenn, dann nur in Bereichen, wo jetzt keine Weichen sind. Und falls doch was schief gehen sollte, dann haben wir ja gesehen, da gibt es Einrichtungen, die eben Kollisionen dann verhindern. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hinfahren. Ah, fahren links weiter. Wahrscheinlich herrscht auch auf dieser wunderschönen kleinen Insel Linksfahrgebot. Ich glaube, wir hatten gerade auch eine kurze Unterbrechung beim Strom, weil die Stromschiene wegen der Weiche halt eine kurze Lücke aufgewiesen hat. Jetzt möchte ich das nochmal wissen. Ah, jetzt bremst er gut. Ja, okay, passt. Ich hatte nämlich vorhin das Gefühl wirklich, dass der einfach gegen die Bremse gefahren ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Notbremse drin hatte, aber weiß nicht, scheinbar war das jetzt ein Einzelfall. So, Scheibenwischer haben wir übrigens auch noch. Ich frage mich gerade, sind die elektrisch oder... Könnten sogar elektrisch sein, ja. Also zumindest hört man keinen Zischen. Und vielleicht haben sie sogar eine Sprühanlage und das ist dann die Leitung, die hier oben so ganz unverpackt langläuft. Oh, das war er nicht. Das ist der Scheibenwischer. So, ich würde sagen, wir verriegeln mal wieder die Türen. Dürfen wir sogar... Das ist echt lustig. Ich glaube, hier sitzen tatsächlich überall noch Leute in den Stellwerken. Dementsprechend kriegen wir dann immer erst die Freigabe, wenn wir wirklich abfahrbereit sind. Sehr lustige Sache. So, wir sind viel zu schnell. Ich glaube, nur mit 10 Meilen pro Stunde durfte man über diese Weiche fahren. Ja gut. Also hier soll man schon streckenkundig sein. Wie generell auf jeder Strecke. So, jetzt können wir wieder Vollstoff geben. 45 Meilen pro Stunde sind erlaubt. Ja, da hatten wir die Unterbrechung. Also die sind also auch hier mit drinnen im Simulator. Die kurzen Stromunterbrechungen. Er zieht sich ja den Strom hier vorne dementsprechend. Wenn da jetzt eine Unterbrechung gewesen wäre, dann hätte man auch kurz das Aussetzen der Elektromotoren gehört. So, da hinten haben wir auch schon den nächsten Halt und zwar Lake. Ja, die Schienen sind hier glaube ich auch noch nicht so wirklich verschweißt, sondern nur zusammengeschraubt. Dementsprechend auch das schöne klassische Rattern. So, fahren wir ganz langsam hier vorbei. Der Bahnsteig ist irgendwie sehr gefährlich, finde ich. Ah, können wir direkt hier neben der Kamera halten. Dann können wir nämlich mal kurz ein Foto machen. Ist jetzt natürlich nicht das schönste Motiv. Wir hätten vielleicht ein bisschen früher halten können. So. Jetzt kriegen wir natürlich die Tür wieder nicht auf. Dann gehen wir kurz hier hinten raus. Boah, hier ist ja alles leer. So, jetzt lösen wir mal kurz die Kamera aus. Zack, und wir haben ein Bild gemacht. Ach schade, ich dachte, jetzt wäre der Zug mit drauf. Das wäre cool gewesen. Aber so ist auch schön. Schönes Bild. Wäre ja auch interessant, wenn dann vielleicht so Bilder von dem Vorbild angezeigt werden würden.
Das fände ich auch interessant. Weil dann könnte man halt wirklich direkt eins zu eins vergleichen und sehen, oh ja, das ist echt schön geworden. Oder vielleicht auch, ja, da wäre vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, ich weiß nicht, aber. Oh, haben die Türen zu früh verriegelt. Aber so finde ich es auch ganz nett. Weiß nicht, also wer Lust auf solche kleinen Sachen hat, der wird sich daran freuen. Ich brauche es nicht zwingend, aber finde es jetzt auch nicht störend. Zumindest wenn es in so einem Rahmen ist. Also sprich, man kann es auch einfach ignorieren. Zack. Und weiter geht's. Jetzt hatten wir, glaube ich, gerade wieder so eine kurze Unterbrechung, ne? Weil ich dachte schon, oh, jetzt ist kaputt gegangen das Fahrzeug, aber nee. Echt wahnsinnig, wie einfach so ein Führerstand sein kann. So, nächste Station ist dann auch schon Schenklen. Das heißt, ich möchte einmal ganz kurz anhalten. Ich möchte einmal ganz kurz anhalten, weil ich möchte was prüfen, ob ich richtig liege oder nicht. Das muss jetzt einmal sein. Ich habe es ja, glaube ich, am Anfang mehr oder minder versprochen. Also machen wir das jetzt. So, wir haben die Bremsen angezogen. Wir gehen jetzt einmal nämlich ganz kurz nach hinten in den Zug und machen mal das Licht an. Weil im Optimalfall habe ich mich getäuscht. Nee, Licht ist nicht an. So, jetzt passiert nämlich gar nichts. Sehr gut. So wollen wir es haben. Ich weiß nicht, warum der vorhin nämlich da Schub gegeben hat, aber jetzt ist es nicht der Fall. So, jetzt schauen wir mal. Ja. Jetzt können wir ganz normal fahren. Zumindest hoffe ich das. Aber ja, es sieht sehr gut aus. Okay, also war das, glaube ich, einfach nur irgendein Aussetzer. Weil vorhin hatte ich nämlich das Gefühl, dass ich, oder beziehungsweise auch vor der Aufnahme hatte ich das Gefühl, dass ich mit dem Lichtschalter quasi den Zug fahren kann. Aber dem ist zum Glück nicht so. Ja, das ist übrigens, finde ich, eine schöne Strecke. Gerade für Leute, die glaube ich, so englische Kleinszenarien mögen oder vielleicht auch einen Bezug zu der Insel haben. Ist jetzt natürlich keine Schnellfahrtstrecke oder auch sowas Klassisches, was, glaube ich, die deutschen Eisenbahnfans, glaube ich, dann erwarten oder gerne haben. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall was Besonderes und etwas, was Train to World 2 auf jeden Fall bereichert. Das auf jeden Fall. So. Jetzt fahren wir hier ganz langsam in den Bahnhof rein. Da steht auch schon links die nächste Kamera. Und dann haben wir es geschafft. Ja, das ist die Strecke. Einmal von Wright Pier nach Shanklin. Das war, glaube ich, der Kompressor. Der klingt ja wild. Ja, und hier haben wir auch wieder so eine Kiesgrube, dass, falls alle Stricke reißen, wir nur im Kiesbett landen. Finde ich ja auf jeden Fall sehr interessant. Also es ist eine gute Lösung, weil Prellbock ist meistens, glaube ich, nicht so sanft. So, haben wir es geschafft. Wir können an dieser Stelle auch direkt mal wieder alles kurz hier ausmachen oder zumindest hier... Moment, den wollte ich jetzt mitnehmen. Wie kann ich den mitnehmen? Den konnte ich doch... Na? Wir können aber zumindest den hier auf Ausstellen und den mitnehmen. Den kann man, glaube ich, auch rausnehmen, oder? Naja, vertrauen wir mal darauf, dass hier keiner reingeht. Die Tür kriege ich leider immer noch nicht auf. Ich weiß nicht, wie ich die eigentlich abgeschlossen habe. Und dann können wir noch mal kurz hier durchgehen. Auch hier mit dem Holz. Oh, das Holz sieht aber sehr gut aus. Also da haben die wirklich eine sehr gute Textur gewählt. Vor allem auch mit der Fuge da. Das sieht echt schön aus. Auch die Verglasung. Boah, das sieht schon echt schick aus. Hier ist auch ein schönerer Boden drin als... vorne beim Lokführer.
Hier die Heizkörperabdeckung mit dem Gitter davor. Das ist schon nett gemacht. Schönes Fahrzeug. So. Hier Müll. Notruftelefon. Können wir noch ein Bild machen? Und dann würde ich sagen, war es das mit unserer wunderschönen kleinen Rundfahrt auf dieser wunderschönen kleinen Insel. Tja. Und dann können wir nach Hause gehen. Ich glaube, das ist echt lustig, hier auf dieser Insel als Lokführer zu arbeiten. So, haben wir ein Bild gemacht. Weil das ist ja echt, wahrscheinlich kennt man dann auch jeden oder zumindest von den Leuten, die hier wirklich fest wohnen. Und dann fährt man wirklich hin und her. Also es kann, glaube ich, auch irgendwo langweilig sein, aber irgendwo auch wirklich einfach eine schöne Sache. So. Jetzt haben wir da geparkt, jetzt lassen wir mal durch. Ich will Feierabend machen. So, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss. Wer weiß, was da noch alles kommt. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis dahin, tschüss. Euer Zengis.